Hey und was geht ab Leute, hier ist wieder euer Outperformance mit einem neuen Destiny 2 Infovideo. In diesem Video gibt es eine kleine Trailer-Analyse und danach sehen wir uns an, was es sich mit Steam und Destiny in Verbindung auf sich hat. Den Trailer werde ich am Ende des Videos noch einmal laufen lassen, aber zuerst sehen wir nach, was es in dem Trailer Neues zu finden gibt. Fangen wir an mit diesem Warlock, der eine, wie ich finde, sehr geile neue Rüstung der neuen Monarchie ausgerüstet hat. Ich finde diese Schriftrollen am Arm und dieses Tuch, das er trägt, richtig nice. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, was ihr zu diesem Set der neuen Monarchie sagt. In der gleichen Szene kann man natürlich gut erkennen, dass der Warlock ein Schwert dabei hat. Wenn ich mich nicht täusche, dann haben wir dieses Schwert bereits gesehen. Und zwar in einer kurzen Trailer-Szene, die in einem meiner früheren Videos vorkam. Falls ich sie finde, dann seht ihr jetzt das Schwert im Hintergrund, das ich meine. Interessant zu erwähnen wäre, dass dies ein PC-Beta Trailer ist. Das könnte bedeuten, dass die Beta-Spieler auf dem PC auch ein Schwert bekommen können, was wirklich interessant wäre. Ob dieses Schwert hier exotisch oder legendär ist, wissen wir leider nicht. Dann sehen wir im Hintergrund einen Jäger mit einer Vorhutwaffe und der Titan hier trägt, wie es aussieht, einen Suros-Raketenwerfer auf dem Rücken und hat eine gelb-türkise Waffe in der Hand. So wie diese im Trailer schießt, könnte sie ein Impulsgewehr sein. Wenn man genau hinschaut, kann man auch erkennen, dass der Warlock eine neue Monarchie-Handfeuerwaffe bei sich trägt. Und wenn man eine Lupe in die Hand nimmt oder wie ich es einfach gemacht habe, in das Bild reinzoomt, dann sieht man über der Hand vom Warlock bei dem Schwert ein Symbol. Könnte das Rasputin-Logo sein? Leider sieht man es nur sehr schwer und es wird auch zur Hälfte von der Hand verdeckt, aber ich glaube, dass es das Logo sein kann. Vor allem, weil man in einem Screenshot dieser Map ganz klar das Rasputin-Logo erkennen kann. Also, jetzt seid ihr gefragt, ist das das Symbol von Rasputin oder ist das etwas ganz anderes? Rein damit in die Kommentare. Dann sehen wir uns eine neue Heike-Waffe an, die man auch schon im letzten Trailer kurz sah. Auch hier werde ich diese Szene suchen und falls ich sie gefunden habe, seht ihr jetzt, welche Waffe das vielleicht sein könnte. Diese Waffe sieht mir nach einem Automatik- oder Impulsgewehr aus. Dann sehen wir uns diese Waffe an. Sie hat ein größeres Visier drauf, was vermutlich bedeutet, dass sie eine Sniper- oder ein Scout-Gewehr ist. Ihr könnt mir gerne zu dieser und zu der vorherigen Waffe in die Kommentare schreiben, welche Waffen das sein könnten. Dann geht es weiter mit der Szene vor der Schwertszene. Hier sehen wir einen Warlock im Hintergrund mit einem Suros-Raketenwerfer in Schwarz, was richtig nice aussieht, und vorne einen Titan, der wieder die Netzschulter dabei hat. Dieser hat ein Gewehr vom Toten Orbit. Ich finde ja, dass das die Scavlock von der Beta ist. Also gibt es diese Waffe dann auch beim Toten Orbit oder ist es doch eine andere Waffe? Was sagt ihr dazu? Im Hintergrund der gleichen Szene sehen wir noch einen zweiten Warlock, der wie es aussieht ein Hackergewehr dabei hat. Ob es sich um das gleiche Gewehr wie vorher handelt, wissen wir nicht. So, und ich glaube, das war alles, was ich so gefunden habe. Falls euch noch etwas aufgefallen ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's auch mit dieser Trailer-Analyse. Jetzt gibt es noch eine kurze Info zu der Steam-Sache. Einige YouTuber haben vor kurzem Videos zu einem möglichen Leak hochgeladen. In diesen Videos ging es darum, dass Destiny 1 in Steam gefunden wurde und das Silver von Destiny 1 verkauft wurde. Jetzt haben viele Leute geglaubt, dass Destiny und vielleicht auch Destiny 2 auf Steam erscheint, was nicht der Fall ist. Das bestätigt Deej selbst in zwei Twitter-Posts. Also für alle, die diese Infos gehört haben, diese sind falsch. Es gab wohl einen Fehler und den Dickler Wealth selbst werden alle Zahlungen für Silver rückerstatten. So, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und mich unterstützen wollt, würde ich mich über ein Abo freuen. Das war's von mir. Danke fürs Zusehen und eure Unterstützung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Performance out. Show them what Guardians are made of. You're not brave. Purchase Destiny 2 exclusively at Blizzard Battle.net and get early beta access.